Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder der KKF the Gamer mit The Last of Us. Und zwar werden wir diesmal den Singleplayer DLC spielen. Warnung, nur empfohlen für Spiele, die die Hauptstory abgeschlossen haben. Ja, das haben wir ja gemacht. Und jetzt geht's eben weiter mit dem DLC Left Behind. Habe ich mir heute früh sofort gekauft für 15 Euro im PlayStation Store runtergeladen und es hat ewig gedauert. Ey, ich glaube, die Server waren ein bisschen überlaufen. Keine Ahnung, auf jeden Fall, jetzt ist es endlich soweit. Ich spiele übrigens komplett blind, also wenn ich hier übelst failen werde, dann wisst ihr Bescheid, warum. Oh Gott. Also gut, Left Behind. Der DLC, wir wollen, wir haben viele Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube, wir starten mal ein neues Spiel. Möchtest du während des Spiels Tutorials angezeigt bekommen? Och nö. Oh man. Ja, Überleben. Genau, weißt du, das Spiel. Gleich mal auf Überleben, da. Ne, wir nehmen natürlich normal. Und wir speichern eine neue Datei. Hätte ich alles schon vorher machen können, ich weiß, aber ich wollte halt im Hauptmenü starten und wollte nicht irgendwie was machen. Hier so gespeichertes Spiel. Left Behind. Dann geht's jetzt wo los? Jetzt kommt wieder ein formschöner Ladebildschirm. Ich hoffe, dass ich alle Szenen benutzen darf. Nicht, dass da jetzt wieder irgendeine Cutscene ist, wo Sony sagt, ey, pass mal auf, hier Urheberrechtshinweis und so. In dem Fall müsste ich es dann rausschneiden. Oh, es geht los. Es geht los. Es geht... Was? Sind das Fireflies? Deckung! Oh! Was sind das für Typen? Schlacht! Bleib sofort stehen! Joel! Leg den Arm um mich! Komm. Geh raus! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Riley? Au, voll auf die Hüfte. Was soll das? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja, 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier, Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung.
Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich hab Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist! Komm schon, na los! Scheiße! Unendlich! Okay, ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. Ja, die Frage stelle ich mir auch gerade. Moment, ich muss mal kurz was gucken. Ich habe nämlich keinen zweiten Bildschirm mehr und ich habe Angst, dass doch Audacity nimmt alles auf. Okay. Ja, na dann, mal los. Ich habe keine Ahnung. Wir spielen anscheinend wieder Ellie. Wir haben eine tolle Waffe, die leer ist. Ist immer gut. Wir haben immerhin eine Taschenlampe. Und wir haben ein Messer. Ja, obwohl unser kleines Käsemesser da nicht so ganz dolle ist. Ja, gut. Wir spielen jetzt anscheinend zwischen der Story. Wir kennen das Ganze ja. Joel wurde verletzt und jetzt spielen wir wieder Ellie, die Joel helfen will. Wir gehen mal hier die Rolltreppe hoch. Sind hier anscheinend in einem Haus. In einem Kaufhaus oder wie nennt man es in Amerika? In einer Mall. Genau, in einer Mall. Und ich spiele auf normal, nicht auf Hardcore-Modus. Ist mir nämlich ein bisschen zu krass. Deswegen hoffe ich, ich finde hier wieder. Oh, Mist. Nein. Nein. Warum? Warum bist du jetzt auch schon gerechnet schon Klicker kommen? Wenn ich so, keine Ahnung, eine Schrotflinte mit 1000 Schuss hätte, wäre es mir egal, weißt du? Dann würde ich die einfach wegholen. Was ist denn da oben? Nix. Weil die Figur da hochdeutet. Hm? Muss man ja mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Ich versuche einfach mal das zu finden, wonach wir suchen. Und zwar nach einem Ziegelstein. Weston Apotheke. Klingt doch gut. Nehmen wir mal ein Ziegel mit. Hauen wir dem Drecksviech gleich auf die Fresse. Ah, da kommen wir nicht durch. Okay. Das Rolltor ist obbe, das heißt, wir schleichen mal da rein. Hallo? Sind alle Klicker weg? Alter, mir geht so der Arsch auf Grundeis gerade. Mitnehmen. Oh, bitte. Natürlich. Alles ausgeräumt. Tja, was noch sonst, ne? Was ist das denn? Oh, nix, Mensch. Das gibt's ja nicht. Da hinten, da leuchtet was. Da haben wir eine Pulle voll rum.
Gut, es ist eigentlich das Crafting-System zurzeit. Witze und Wortspiele, Witze und Wortspiele. Elefant im Kühlschrank, was ist das denn? Ach so, ja, das kennen wir ja alles. Foto von Joel und Sarah. Okay. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Na, eine Schere, aber zum Nähen können wir die nicht benutzen. Da haben wir Dr. Zahnpflege. Und wir haben eine Notiz. Der Apotheker. Vielleicht hat er was bei sich. Bitte lesen, der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen, habe ihn ziemlich schwer getroffen. Er ist bewusstlos, habe ihn im American Princess Laden nebenan eingesperrt. Kombination. Gut. Müssen wir uns ja nicht merken. Mussten wir ja damals bei Joel auch nicht. Kombinationsnotiz, sorry, wieder Sammelobjekte. Was sonst gibt's hier nichts? Was ist da? Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose da gelassen? Oh Mann. Ja. Warum denn nicht, ne? So, der Rest hier ist alles nur Plunder, dann gehen wir mal wieder. Ich warte ja nur drauf, dass uns irgendein Klicker von hinten anspringt. American Princess. Okay, da müssen wir irgendwie reinkommen. Irgendwie. 35 rechts, 30 links, 31 rechts. Funktioniert. Oh. Man sollte schon das Halten lesen. Aber zum... Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Ja, zum Glück ist Ellie ja immun gegen den ganzen Dreck hier. Wahrscheinlich hat sich der Apotheker schon in den Drecksklicker verwandelt. Oh nö. Oh Mann. Jetzt schön liegen bleiben. Nicht. Na, wenn sie bei dem eine Nadel gefunden hätte, hätte sie Joe nicht in den... nähen müssen. Den hol mal HD von hinten. Oder? Hol mir den von hinten. Bitte. Gib mir kein Instant, du Hurensohn. Huh, da bin ich gerade eskaliert. Entschuldigung für den Kraftausdruck, aber ich bin mega angespannt. Haben mir eine Instant gegeben, voll mit Messer hinten in den Rücken rein. Oh. Apotheke. Hat sie gesagt. Gut, hier sind wir. Wo soll ich ihn aufschließen? Ellie, sag mal an. Wo muss ich aufschließen? Irgendwie hat ja doch gesagt, Apotheke. Ich hab mich doch nicht verhört. Ach ja, genau, hier hinten die Tür, die machen wir mal auf. Zack, zack. Und der erste Hilfekoffer gleich vorne dran. Der ist natürlich leer. War ja zu erwarten. Oh. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Kann doch nicht alles geplündert sein. Kann doch. Zucker. Lumpen. Bin ich ja froh, weil wir bräuchten nämlich auch mal ein Medikit, weil... Ha, Ellies Gesundheit ist nicht ganz so.
Mal kurz chillen. Ist nicht ganz so auf dem neuesten Stand. Na gut, dann gehen wir mal zum Heli. Irgendwas passiert jetzt hier noch. Ich sehe es kommen. Ich gucke mich mal kurz um, ob hier irgendwas ist, was wir vielleicht mitnehmen können. Wäre ich mal lieber den anderen Weg gegangen. Ja, ja. Es ist nie der direkte Weg. Nie, ne? Es ist immer so ein bisschen komisch. Umschauen. Muss ich da durch? Oder geht's hier irgendwo weiter? Da war. Kabumm. Ja Mensch, Elli, hier ist doch ein Paradies für dich. Hier, Nagellack und alles. Nimmst du mit? Huch. Da hat gerade der Sound mal kurz ausgesetzt. Da hat die Playstation geladen. Was sind wir denn hier? Ach, Nagelsalon, hä? In dem Nagelsalon sind wir. Hier. Kein Nahtmaterial. Na, das hier muss reichen. Immerhin ein Medikit. So, was haben wir hier? Salon Notiz. Vergrößern. Lesen. Oberst. Feld. Egal. Irgendwas. Ist heute Nachmittag heldenhaft gestorben. Wir flogen zurück zur. Nein, ich möchte hier, bitteschön. Nee. Ja, wer möchte, darf sich das mal gern durchlesen. Ist mir jetzt zu viel. Ihr wisst ja, meine Lesevorkünste, die sind so schlecht wie sonst was. Ja, einfach Pause drücken und dann könnt ihr euch das durchlesen, weil bis ich das jetzt durch habe, ist es 100 Jahre vergangen. Brauchen wir alleine schon 5 Folgen fürs Vorlesen und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja hier zügigst vorankommen. Ne, wo geht's denn hier? Da geht's natürlich nicht weiter. Gehen wir gar nicht erst hin. Oder hier geht's auch. Ja. Gut, immerhin geht's nirgendwo weiter. Es ist ja schon mal sehr schön. Können wir hier runter? Hallo? Ne. Können wir nicht. Das sagt das Spiel. Nein, da geht's nicht runter. Was? Oder dann klettern wir halt hier runter. Pass mal auf. Laufen wir jetzt hier runter? Ja, genau, da, das hatte ich auch gerade.